Ja. Ich habe noch mal die Kiste hier dabei. Die Messer habe ich eben gezeigt. Dann finde ich hier so etwas von Sony, hier, da. Da dachte ich, wäre ein Mikrofon drin, war aber ein bisschen glatt dafür. Da hole ich Geld raus. Von Sony? So. Sony hat Geld? Nö. Hier, guck mal, schönes Geld. Schön bunt, ja. Hier. Was ist so. Das? Neue Drachmen, oder? Nee, das ist ein Pfund. Ein Pfund? So, die... Von wem? Die Irländer haben das so ein bisschen gälisch und so weiter. Und das scheint hier aus Irland zu sein. Mhm. Ja, und dann denke ich mir, weil hier habe ich gelesen, das ist von der irischen Bank. Mhm. Da habe ich noch 20 Pfund. Wie viel das wert ist, weiß ich gar nicht. Also wenn es in England ist, das waren mal so, ich weiß nicht, 2 Euro. Das waren auch mal 12 Mark, ja. Ja. So, hier, das findet man alles. Und dann habe ich hier noch Kleingeld. Und da finde ich DDR-Geld dabei. Wahnsinn. Das ist hier, ja. Ja, dann würde ich doch jetzt an deiner Stelle auch mal nach Dresden fahren und so. Vielleicht geht das noch los. Vielleicht mache ich auch eine Bank auf. Ja, das ist das Aluminiumgeld. Schreckliches Geld war das. Ja, 50 Pfennig. Und hier habe ich die Queen. Ja, ich glaube, da war Pappe drin. Ich habe mal so ein Ding auseinander gemacht. Und Pappe? Ja, ich meine schon, ja. Ja? Ja. Das ist wahnsinnig. Ja. Ja, wenn man kein Geld hat, muss man sich was einfallen lassen. Ja, noch so ein Zirkel. Ja. Ja, und was machst du jetzt damit? Also was ich gar nicht weiß, die D-Mark, die ist ja gültig geblieben. Ja. Die kann ich ja heute noch bei der Bundesbank eintauschen. Ja. Ich habe irgendwann mal Geld gefunden und sowas, den Junior hingeschickt nach Bonn und der kam mit richtigem Geld wieder. Das heißt, die ist nach wie vor gültig. Wie ist es denn hier mit den DDR-Mark? Ja, da wirst du wohl nichts für kriegen. Es sei denn, du bist Numismatiker und hast da ein paar ausgefallene Sachen, so ein paar Fehldrucke oder sowas. Aber ich glaube, die haben gar nicht viel gedruckt. Ich steck's nochmal ein. Steck's nochmal ein, ja. Vielleicht brauchst du ja irgendwo mal ein Parkkosten oder was. So, das ist ja, die Vergangenheit ist so schnell vergangen. Deshalb heißt sie ja auch wahrscheinlich Vergangenheit. Man hat die so genannt, ja. So, und viele junge Leute, wir haben ja auch viele junge Zuschauer, die wissen ja gar nicht, was es alles schon gab. Und da bist du eigentlich ein Spezialist dafür, in puncto Hardware. Du musst ein wahnsinniges Lager haben. Ich habe ein ganzes Haus mittlerweile. Wenn ich dafür in meinem kleinen Lager vom Keller so eine Kiste hier schon finde, und da sind doch mehrere Kisten da, dann hast du ja das Dreifache oder Vierfache oder Fünffache davon. Wenn es reicht, ja. Ja. Ich habe hier ein Gerät, von dem keiner weiß, was es ist. Ich habe dir weiß gemacht, das sei ein Rasierapparat, aber das wäre höchstens ein zweihändiger. Man kann hier unten den Deckel abziehen. Ja. Und wenn ich den Daumen abziehe, kann man schon ahnen, was es sein könnte. Ein Porta Copy. Das Gerät besteht aus einer Zeile, einer Lesezeile da unten. Und wenn ich es einschalte, es funktioniert aber nicht mehr richtig. Man muss wahrscheinlich den Kopf sauber machen. Ja. Hier ist eine Gummirolle. Und ich setze das jetzt hier auf irgendeinen Text oder so. Scanner quasi. Ja, so. Und ziehe das jetzt hier drüber. Ah! So, und dann kann man sehen, auch wenn es nicht richtig funktioniert, es ist ein portabler Scanner. Noch nie gesehen. Ja? Noch nie gesehen. Da ist ein Akku drin, der funktioniert sogar noch. Ich habe das gestern was ausgepackt. Also, das war damals die Sensation. Ja. Wenn was die mich erinnert, mit dem HX20, mit dem kleinen Computer, mit dem Drucker drin. Da habe ich also Spielereien mitgemacht, mal in Ravensburg, und habe da in den Drucker habe ich einen 10-Mark-Schein reingefummelt. Das haben wir doch letztens erzählt. Ja. Das erinnert mich daran. Wenn du da etwas drüber fährst, ob du da bezahlen kannst? Ja, über einen 10-Euro-Schein, dann sagst du bitte hier, haben Sie die Kopie? Wäre noch was. Auf jeden Fall war das die Sensation. Du konntest überall unterwegs etwas kopieren. Es gab nur für viele tausend D-Mark große Kopiergeräte, noch nicht mal Tischkopiergeräte. Ja, warum gibt es denn sowas heute nicht? Ja. Also ich habe es noch nie gesehen. Angebot. Ja, brauchst du nicht. Machst du Foto mit Mobiltelefon und druckst es per Bluetooth oder WLAN auf irgendeinem Drucker aus. Also die Zeit ist vorbei. Ja, aber gut, aber mit dem Handy habe ich noch keinen Drucker. Ne? Also physikalisch. Müsste man dann einbauen. Hier habe ich ein Gerät, das hat eigentlich Kultstatus mittlerweile erreicht. Das wurde 1994 von HP gebaut. Wenn ich es einschalte, war sehr teuer. Mal sehen,
wie wir, so, ich glaube, so kann man. Hat das nicht 1700 Mark gekostet oder sowas? Je nach Art und Ausstattung. Ja. Da ist also ein Prozessor, ein 8186 kompatibler Prozessor drin, der mit 7,91 Megahertz Taktfrequenz arbeitet. Ja. Und er wurde geliefert, das Gerät, mit 1, 2 oder 4 Megabyte Arbeitsspeicher. So, allerdings, Megabyte, das hat DOS 5.0 im Arbeitsspeicher, im ROM drin. ROM. Und eine ganze Menge Anwendungen. Es gab auch Vorläufer davon, dass der HP200LX, es gab auch den 95LX und den 100LX. Der 95er hatte geringeren Arbeitsspeicher und geringere Taktfrequenz. Und das hier ist eine CGA-Auflösung der Bildschirm. Ich habe eine serielle Schnittstelle dran. Ich habe hier an der Seite eine PCMCIA-Schnittstelle dran. Mittlerweile kann man da auch eine Karte reinstecken für Netzwerk oder ähnliches. Der läuft etwa 40 Stunden mit 2 AA-Batterien und er hat alles an Bord, was man so braucht. Und wenn ich mal hier auf die Auswahl gehe, das ist schon so eine Art wie Icons, da kann ich Programme, die kann ich auch selbst da hinlegen, auswählen, antippen, es ist Textbearbeitung drin, es ist Tabellenkalkulation drin, Kommunikationsprogramme drin, Terminkalender drin und so weiter und so weiter. Eben und ist so das Wort DOS gefallen. Hm? Hier, DOS. Ja, in meinem. Du hast auch eine Dose. Modernem Handy. So, er lädt jetzt DOS. Oh, und jetzt kannst du hingehen und kannst deine alten Befehle wie dir. Hoffentlich treffe ich das richtig. Dir. Und ab geht die Post. Bitte schön. Mhm. Ja. Wackel ein bisschen viel. Ja? Ja. Also zurück zu. Was ist das für ein Gerät? Das hier? Ja. Das ist ein sogenanntes Fablet. Mhm. Also das Zwischending zwischen einem Tablet und wo das pH herkommt, weiß ich gar nicht. Weißt du das? Nö. Fabulös. Fabulös, ja. Auf jeden Fall, er hat 4 Files drauf und er hat 62 Milliarden Bytes free. Das ist völlig neu, nehme ich an, ne? Die 62 Milliarden in der DOS-Zeit, das, ich kann mich noch entsinnen, da hatte ich mal eine Gigabyte-Platte bei mir in der Redaktion gehabt. 1 Gigabyte. Da kamen die Leute von überall vorbei und haben sich die angeguckt. Da war zwar nichts zu sehen, aber die sagten, was willst du mit der Gigabyte-Platte? Wirst du niemals vollkriegen. Doch, das geht. Kann man machen.